Jo, hey, willkommen, mein Name ist DanieroIP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xilla. Ratet mal, wo wir sind. Immer noch im Kolosseum. Ja, der Großmeisterrang steht uns jetzt offen und ich habe Bedenken, dass wir das schaffen. Aber naja, mal gucken. Was ich gemacht habe, ich habe jetzt ein paar rahmschwarze Federn gegen diese Dinge hier eingetauscht. Die geben einen verdammt viele Punkte. Punkte? Punkte, ja, ne? Sollten sonst sein. So, und wieso? Ich kann nicht sprechen und gleichzeitig hier was machen, ne? Ich würde sagen, die tun wir jetzt mal hier einlösen für unseren Rüstungsshop, damit der auf Level 80 noch kommt. Wikingerhut, was? Und noch hier rein. Wenn das noch klappt. So, Mr. Watt. Wir sind kurz vor Ende des Spiels. Und ich werde jetzt machen, was ich hätte schon viel früher machen sollen. Nämlich die verdammten Shops hier aufleveln, indem ich alle meine Sachen hier reinballer. So. Nehmen wir als erstes. Nee, Rüstung ist wichtiger, finde ich. Fisch. Vor allem ist ja auch so, wir kriegen es ja alles locker wieder, ne? Und wer irgendjemand kommt und sagt auf einmal, ja, übrigens, wir brauchen 5 von denen, 5 von denen, 5 von denen, 5 von denen, 5 von denen und 5 von denen. Das ist ein verdammt schlechter Zufall. So. Aber egal. Ja, eigentlich brauchen wir die Sachen ja eigentlich nicht, ne? Und ich habe irgendwie die Angewohnheit, eigentlich zweimal in einen Satz zu benutzen. Was eigentlich richtig dumm ist. Prinzessin. Ja. Ist ja nicht das von Elise hier? Aber wir haben nichts bekommen dafür. Ey. Ey. Und ja. Ja, ballern einfach alles hier rein. 40 Elefantenstoß an. So, mehr Rabatte. Und alles auf Level 81 ungefähr. Sim, 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 sim. Ich habe irgendwie geplant, dass das hier ein sehr kurzer Part ist, weil ich habe so das Gefühl, wir werden verdammt schnell drauf gehen. 85, was? Okay. Was ist denn hier noch wichtig? Der Waffenladen. Weil Waffen sind schön anzusehen. So, zack. Kaiserliche Handschuhe und Sturmstab. So, und etwas Rüstung, falls wir das nur schaffen. 1, 2, 3, nö, schaffen wir nicht. Das war hier. Din, 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 din. Zack. Ein Ruhmesschutz. Und am besten wäre, wenn wir das noch hier aufleveln könnten, aber glaube ich, obwohl doch. Haben wir alles auf mindestens 82 und die Blumen von Elise, weil ich bestimmt nicht verkaufen, hallo. So. Kaiserliche Handschuhe. Boah, sind die teuer. Erstmal das hier dann. Okay. Nehmen wir das. Ich möchte auch nur mal erwähnen, dass die ganzen Kolosseum-Parts, die ich in letzter Zeit hier aufgenommen habe, alle an ein Stück aufgenommen worden sind. Also nur damit ihr wisst, was für eine Frust ich jetzt schon hier drin habe. Okay. So, du bist wahrscheinlich sowieso wieder Roan damit aus, ne? Natürlich. Wo ist er? Hier. Streift nach gut. Boah, ich hoffe, wir fegen jetzt nicht so durch den finalen Boss, nachdem wir das hier alles gemacht haben. Mickey und so. Und wir haben kein Geld. Ja, weg damit. Weg damit. Die wichtigsten Charaktere wurden schon ausgerüstet. Eigentlich nicht, aber.
Warte noch. Schwarzes Band, oh geil. Bitte nicht, okay. Und ein Mondreif für Leia. Und wieder ein paar Sachen verkaufen. Wenn wir Geld haben. Und dann sind wir hier auf dem neuesten Stand, ne? Ja. Da können wir uns vielleicht nur eine Waffe holen. Oder auch nicht. Hey, was ist das denn? Okay, haben wir hier was? Ach nee, habe ich ja nichts verbraucht. Na gut, dann speicheln wir mal kurz noch. Dann versuchen wir mal einen Großmeister. Ich habe so das Gefühl, wir werden jämmerlich drauf gehen. Aber wer weiß. Ei, ei, ei. So, Großmeister. Ausgezeichneter Wahl. Wer wird wohl heute kühn und Leib und Leben riskieren? Was, nur einer? Wenn ihr in den Chef... Oh nee, das ist jetzt nicht hier so abwechselnd, oder? Mal gucken, was jetzt kommt. Wenn wir müssen uns hier jede Runde so abwechseln wie in Grace's F. Was zum? The fuck? Die gibt's als Gegner auch. Hey, wollt ihr mich verarschen? Ich muss gegen meine eigenen Leute hier kämpfen. Leider ja. Mann, die funktionieren ja sogar wie. Aua. Nein, was machst du da, Jude? Er setzt einfach irgendwas ein. Das war's mit dem Angriff gerade. Aua. Oh Gott, oh Gott. Nein! Au, au, au. Glaub ich, geh doch mal lieber auf Rowan los, weil er. Geht mir auf den Nerven. Nichts gegen dich, aber ist so. Aua. Naja, was willst du? Ja, Rowan, hör auf. Oh, warte. Ahaha. Auf abzuwehren, Mann. Hey, wie irre ist das denn? Wir können gegen unsere eigenen Kollegen erkämpfen. Aber ja genau, Mystic Arts wollt ihr auch noch einsetzen. Oh nein. Oh, das ist nicht gut. Hey. Wer? Das hat mich nicht getötet, ne? Hochheilen. Hochheilen. Ja, jetzt kommst du näher, ne? Ich glaube, ich spinne. Oha. Ja, müsst ihr schon näher kommen, wenn ihr mich treffen wollt. Aber ihr seid nicht verbunden, ihr Idioten. Aua, aua. Oh nein, du kannst ihn bestimmt heilen, ne? Okay, du kannst nur den einen Angriff einsetzen danach. Leia. Leia. Und nur den hochheilst, ne? Ernsthaft. Jawohl. Nein, aber ich will nicht gegen Elise kämpfen. Wer Elise kommt gleich noch. Ich kämpfe nicht gegen Elise. Also gegen Leia ist ja noch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Gegen Elvin hätte ich auch kein Problem, aber Elise, nee, ich möchte nicht gegen Elise kämpfen. Kann ja auch hier. Ja, super. Bams. Boah, knapp.
Okay, komm, Leia. Tut mir ja echt leid, aber das war's für dich. Boah, zieht sogar ordentlich ab. Nein. Nein. Ich kämpfe doch nicht gegen Elise. Warte, Elvin, komm du. Kloppen wir uns. Elise kann zugucken. Nein, Elise, geh weg. Du bist eine Heilerin. Ich müsste dich eigentlich als erstes töten. Nein, ich will besiegen, meine ich. Mann. Tut mir leid. Manchmal Elise genommen. Warte, Elvin, komm her. Ah, Elise, tut mir leid. Tut mir leid, aber ich muss dich jetzt weghauen. What the? Oh. Mann. Da hast du die doch zu angestiftet, oder, Elvin? Ich weiß es doch. Ma. Wird schon wieder ein langer Part, kann das sein? Boah, hörst du auf damit, Elvin? Das war jetzt nicht so gut. Aua. Ma. Aua! Ich war schnell genug. Warum bist du so stark, Elise? So macht er irgendwie nicht. Nein, jetzt kommt auch noch Elvin. Hast du mir gerade TP geklaut, Elise? Nein! Who's next? Oh Gott, 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 oh mein Gott, ey. Geh weg. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Oh nein. Geh weg, du hast eine Aufladung. Tut mir leid. Ich habe wohl Tränen in den Augen, ehrlich gesagt. Mann, warum muss ich gegen Elise kämpfen? Das ist so ein Tiefschlag für mich. Ah. Oh, danke, dass du mich gerettet hast vor ihm. Tut mir leid. Oh, kann ich dich wiederbeleben? Das hast du sie angeschickt. Ich weiß es selber. Mann, komm her. Da wirst du mir büßen. Komm her. Mann. Irgendwie kämpfe ich jetzt auf einmal 1000-mal besser. Bin ich durch ihn durchgerutscht, ey. Kannst du in der Luft Tiger Blade einsetzen? Das wusste ich, glaube ich, nicht mehr. Oder habe ich das auch schon mal? Mal hätte ich die nicht aus den Ringen oder so schubsen können, das wäre besser gewesen. Da muss ich sie gleich töten. Wow, war geil. Warte, aber Elvin habe ich kein Problem, ihn zu hauen. Not bad.
Aber mach komm schon. Bams. Natürlich. Mila. Ach, nur Mila, okay. Wäre ein bisschen unlogisch gewesen. Ich hoffe, danach kommen nicht noch irgendwelche Kämpfe, sondern das ist einfach nur hier so für Fun. Fuck. Obwohl, sie hat nur diesen blöden Angriff hier. Boah! Hör auf damit! Boah, was war das denn für ein Angriff? Das sind Angriffe, die ich noch nie gesehen habe. Und die Musik ist gut. Ah, meine Haare brennen. Oh Gott, ach du Scheiße. Mein Gott, was ist das für ein Angriff? Ihr für Kombos aneinander reiht. Da war deine Arcana-Art. Das hier ist meine. Wow. Nixer! Oh Gott. Boah, da war knapp. Ich wusste es. Ich wusste, du setzt das ein. Nein. Nein. Ach komm schon. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Ich kann aber nichts machen. Ach komm schon. Oh, nee. Oh, Kotz. Monsterschlechter, ja super. Ich habe keine Monstergeschlechter. Ich habe gegen Elise gekämpft. Wow. Na gut, wenigstens etwas. Boah. Wie mache ich denn das jetzt? Am liebsten würde ich den Kampf jetzt gegen Mila noch mal hinterher so reinreichen. Aber naja. Sega, Jude, brauchen nur noch ein paar Erfahrungspunkte. Deswegen mache ich mal hier irgendwie einen Kampf. Ja, dann Level Up. Also Level 70. Ma. Jetzt möchte ich hier den Kampf mit Mila so ganz hinten hinterher reichen in diesen Part. Und naja. Mal gucken, ob es danach weitergeht oder nicht. Weil jetzt bin ich schon hier irgendwie mittendrin. Bin schon angefiebert irgendwie. Wahrscheinlich schaffe ich das auch noch leichter da durchzukommen, weil ich dann konzentrierter bin. Also bis zu Mila zu kommen. Ja, vielleicht setze ich mal ein paar Gerichte ein, genau. Das wäre mal eine gute Idee. Bam. Ein Sturm. Wer ist Daos? Hat ja nichts zu tun. So, dann level bei ihm mal kurz auf. Dann mache ich, glaube ich, einen Schnitt. Ich kann die beiden Dinger hier lernen. Irgendwo Wunder. Nee, ich wollte das hier machen. Ding dong. Boah, das gezittert. Was war das denn? Na gut. Oh, dann gehen wir zurück nach. Chandu. Dann würde ich sagen, ich schreie den Kampf mit Mila nochmal hinten an. Als nächsten Versuch. Weil die ganze Zeit hier die gleichen Kämpfe, ich glaube, man hat schon genug Fails gesehen. Also, wo kommt die her? Und ja, dann würde ich sagen, ich packe mir jetzt mal so ein Gericht rein, das mir irgendwie hier genau einen Obstsalat. Machen wir das. So, Erfahrung brauche ich nicht mehr. So.
Und dann würde ich sagen, ich. Fruity noodles conquer all. Leia, if I may be so bold, you have a piece of seaweed and a watermelon seed stuck near your lips. Ja, lass mich ihn mit der Zunge entfernen. Okay. Ja. Mal gucken, ob es nach dem Kampf noch weitergeht. Wenn ja, dann schlecht. Wenn nicht, dann yay. Wir sehen uns dann gleich, würde ich sagen. Ciao. Ja, da bin ich wieder. Wieder im Kampf gegen Lina und ja. Irgendwie war der erste Kampf voll schwer am Anfang, danach voll Pipifax und ja. Der zweite Kampf war irgendwie wie vorher. Egal. Wieder mit Jude und ja. Eine Ausrüstung habe ich gerade geändert. Ich habe ein Krona-Symbol ausgerüstet, was mich vor allen physischen und magischen Beeinträchtigungen schützt. Vorher hatte ich irgendwie was mich nur vor physischen Beeinträchtigungen, glaube ich, schützte. Und deswegen konnte ich auch irgendwie so betäubt werden und was weiß ich. Aber diesmal kann so ein Mist nicht passieren. So, ich werde hier sehr vorsichtig jetzt kämpfen. Weil ich habe keinen Bock, nochmal das Ganze zu machen. Nicht, dass es mir keinen Spaß macht, aber so viele Fails dürfen dann, müssen dann doch nicht unbedingt sein. Aua, ey. Mehr. Haha. Oh, die ausgetrickst. Aua. Ey. Zack. Hat irgendwie nichts gemacht. Mann, scheiße. So. Was macht sie denn da? Ich darf mich nicht von ihren Dingens hier treffen lassen. Und da hätte ich jetzt beinahe gemacht. Was hat überhaupt für einen Angriff? Den hätte ich gerne. Ich hätte eigentlich gerne alle Angriffe, aber. Boah. Nur, oh nein. Die hat ja noch die scheiß Dingens. Vier. Ja, vier. Boah, lass mich doch mal. Nein. Ernsthaft. Lass es. Ich habe noch so viele Gummis. Ich glaube nicht, dass dass ich danach fertig bin. Oh Gott, geh weg. Ah, du hast eine Kugel um mich herum. Was mache ich jetzt? Aua, ja genau das. Soll vielleicht das ein bisschen öfter einsetzen, genau. Au, 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 Gott, das hat weh getan. Okay, das war vielleicht nicht so. Aua, au, au. Was war das für ein Angriff? So, zack. Und das war's. Oh, perfekt. Also einfach nur so just for fun. Okay, fand ich gut. Boah, ich hatte jetzt keinen Bock, noch irgendwie 20 Kämpfe danach zu machen. Endlich hat sich der Staub nach diesem Großmeisterkampf gelegt und der Sieger ist kein anderer als Jude Mattis. Mattis. Professor Dr. Jude Mattis, wenn ich bitten darf. Herzlichen Glückwunsch, Jude. Du bist endlich ganz oben angelangt. Lass mich raten, das darf ich jetzt mit allen Charakteren machen, um irgendwas zu bekommen, ne? Versuchst du wieder, mich unterhaltsam zu machen? Keine Sorge, Chef. Wenn man solche Kampffertigkeiten mitbringt, braucht man keine Persönlichkeit. Danke, glaube ich. Und nun belohnen wir unseren Sieger mit einer legendären Waffe, die als perfekte Ergänzung deines Kampfes ausgewählt wurde. Oh, das ist super. Gute Kampfhandschuhe sind schwer zu finden. Außerdem jeden einzelnen Laden in diesem Spiel. Das glaube ich. Und jetzt präsentiere ich dir die legendären Tipo Fäustlinge. Oh, meine Güte. Dank. Moment, Tipo-Fäustlinge? Du meinst Fäustlinge, die aussehen wie Tipo? Gibt es damit ein Problem? Also, komm, wer trägt denn im Kampf Fäustlinge? Ah, ich wusste nicht, dass du Handschuhe bevorzugst. Ich glaubte, du wurdest vor Begeisterung in die Fäustlinge lachen. So geht das schon, siehst du? Die Menge hat's gern, wenn man ein bisschen locker ist. Was war das denn gerade? Das ist meine Belohnung. Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr gewonnen, als ihr euer Leben aufs Spiel gesetzt habt. Tipo folgt. Jedes Mal, wenn Jude damit seinen Feind trifft, vergisst Tipo eine Träne.
Ah, P-Angriff 800, A-Angriff 400, das hat viel. Nee, oder? Oh Gott sei Dank, ich dachte, die wären stärker. Wie behämmert. Jedes Mal, wenn Jutta mit einem Feind trifft, vergisst Tipo eine Träne. Oh Gott. So, ihr wisst ja, was das bedeutet, ne? Jutta hat eine Waffe bekommen, das heißt, die anderen werden auch bestimmt eine Waffe bekommen. Das bedeutet für mich, ich kann das Ganze noch vielleicht fünfmal machen. Weil darauf habe ich ehrlich gesagt auch jetzt ganz schön viel Bock. Aber das wird dann nicht in einem Video gepackt, weil dann fünften Mal nochmal gleiche mit Fails ohne Ende, das glaube ich nicht, dass das irgendjemand sehen will, oder? Vor allem mit Elise, wie soll ich denn mit Elise machen? Mit Rome könnte ich die ganze Zeit Zauber spammen, das wäre glaube ich voll einfach, aber mit Elise? Naja. Wie auch immer. Ich würde sagen, ja, ich beende den Part hier und ja, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann endlich den Sack zu und gehen zum Final Dungeon zurück und gucken wir mal, ob wir das Spiel dann durchspielen. Also auf jeden Fall. Langsam bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir vor dem finalen Boss noch mal irgendwie zurückgehen können, weil wir konnten jetzt schon Kolosseumkämpfe machen. Wir könnten die Teufelsbestien erst im zweiten Spielstand machen. Und was noch? Was eigentlich, ne? Die fünf Kugeln. Wo kriegt man die fünf Kugeln her? Egal. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir uns dann auf, mit der Story weiter zu machen, diesmal wirklich. Wird wahrscheinlich noch hier und da vorher noch ein paar, na, wie nennt man das? Vorbereitungen machen. Und dann, ja, nähern wir uns dem Ende dieses Projekts leider. Aber erstmal sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!